Willkommen bei Euronews am Abend, heute mit diesen Themen. Es ist ein Junge. Prinz Harry sagt, Mutter Meghan und seinem Sohn gehe es gut. Der Vater zeigte sich sichtlich überwältigt. Ich freue mich sehr, verkünden zu können, dass Meghan und ich heute Eltern eines Jungen geworden sind. Er ist kerngesund, Mutter und Baby geht es ausgesprochen gut. Die Geburt war das Aufregendste, was ich bisher erlebt habe. Was Frauen da leisten, ist wirklich unfassbar. Wir sind beide so dankbar für all die Glückwünsche und die Unterstützung, die uns von überall her erreicht. Es ist ein Wunder und wir wollen das mit allen teilen. Wie das Kind heißt, ist aber noch nicht bekannt. Auch die ersten Bilder lassen noch auf sich warten. In der Rangfolge für den Thron ist der Junge auf dem 7. Platz. Damit könnte er ein paar mehr Freiheiten genießen als die Kinder von Onkel William und Tante Kate. Von den freudigen Nachrichten zu den alarmierenden Zahlen des Artensterbens. Dass es hier nicht nur um aussterbende Tiere und Pflanzen geht, darauf weist ein Bericht der Vereinten Nationen hin. Demnach hat das Artensterben auch Einfluss auf Wirtschaft, politische Stabilität und Flüchtlingsströme. Moritz Korff mit den Einzelheiten. Die Vereinten Nationen schlagen Alarm. Der Mensch zerstöre die Natur in rasender Geschwindigkeit. Noch nie sei das Ausmaß des Artensterbens so groß wie derzeit, heißt es in einem jetzt veröffentlichten Bericht des Weltrates für biologische Vielfalt. Bis zu 1 Million Tier- und Pflanzenarten könnten innerhalb von 10 Jahren aussterben, meldet die 2012 von den Vereinten Nationen gegründete Organisation. 75% der Natur sei vom Menschen erheblich verändert worden. Seit 1970 haben die Nahrungserträge demzufolge um 300% zugenommen. Die Fischbestände seien stark beeinträchtigt und die Verwendung von Holz in den vergangenen fast 50 Jahren um 45% gestiegen. Die Artenvielfalt sei wichtig für das menschliche Wohlergehen, betonte der Vorsitzende des Weltrates für biologische Vielfalt. Der Verlust der Artenvielfalt und der Klimawandel sind Umwelt-, Entwicklungs-, Wirtschafts- und sicherheitspolitische Fragen, die gemeinsam angegangen werden müssen. Das bedeutet, dass diese Themen nicht nur die Spezialgebiete von Umweltministern sind. Die Regierungen müssen viel stärker vernetzt sein. Auch die Ministerien auf der ganzen Welt müssen zusammenarbeiten. Den derzeitigen Bestand unterschiedlicher Arten in Flora und Fauna schätzen die Biologen auf 8 Millionen. Wenn wir unseren Kindern und Enkeln eine Welt hinterlassen wollen, die nicht durch menschliches Handeln zerstört wurde, müssen wir jetzt etwas tun. Es ist entscheidend, dass Regierungen und die Privatwirtschaft auf der ganzen Welt die Stimmen der Armen hören. In dem Bericht heißt es, um weiteren Schaden abzuwenden, dürfe wirtschaftliches Wachstum nicht mehr im Mittelpunkt der Weltgemeinschaft stehen. Hoffnungslos sei die Lage aber nicht. Wir wollen nicht, dass sich die Menschen entmutigt fühlen. Sie denken, dass man ohnehin nichts machen kann und meinen, der Kampf sei verloren. Wir haben den Kampf nicht verloren. Wenn man ihr die Chance dazu gibt, wird sich die Natur ihr Recht zurückholen und sich durchsetzen. Wir möchten, dass jeder das Gefühl hat, etwas beitragen zu können. Rund 15.000 wissenschaftliche Arbeiten und Unterlagen wurden im Rahmen der Studie ausgewertet.
Drei Jahre lang waren 145 Mitarbeiter aus 50 Ländern mit der Erstellung des Berichtes beschäftigt. Einen Tag nach der Flugzeugnotlandung in Moskau mit 41 Toten steht das Land unter Schock. Viele Fragen sind offen. Hätten mehr Passagiere gerettet werden können? Bilder und Augenzeugenberichte deuten darauf hin. Nach dem Unglück verließen Überlebende die brennende Maschine mit ihrem Handgepäck und Rollkoffern. Wurde kostbare Zeit verspielt? Über die Spekulationen berichtet Anja Benze. Ein Tag nach der Flugkatastrophe auf dem Moskauer Airport Scheremetjewo sitzt der Schock tief. War es ein Technikfehler oder menschliches Versagen? Noch ist die Ursache für die Notlandung einer Maschine vom Typ Sukhoi Superjet, bei der 41 Menschen ums Leben kamen, unbekannt. In Moskau zeigen sich viele Menschen betroffen und stellen sich Fragen. Ich denke, dass die Flughafenbetreiber dafür weitgehend verantwortlich sind. Es ist ein bitterer Verlust. Menschen wollten einfach nur nach Hause oder kehrten aus dem Urlaub zurück, als das Unglück geschah. Wir wissen nicht warum, ob es Nachlässigkeit war oder einfach nur Zufall. Das ist völlig unklar. Ich habe im Internet gelesen, dass sich die Piloten über diesen Flugzeugtyp beschwert hatten, dass er nicht ausgereift war und trotzdem fliegen durfte. Sonntagabend haben die Mitarbeiter des Untersuchungsausschusses in Scheremetjewo die überlebenden Zeugen und das Flughafenpersonal befragt. Was war der Grund für die Notlandung? Eine eigens eingerichtete staatliche Kommission soll darauf eine Antwort geben. Die Ermittler werden auch eine andere Frage beantworten müssen, die sich viele stellen. Wurde nach der Landung am Boden alles getan, um die Zahl der Opfer so gering wie möglich zu halten? Galina Polonskaya, Euronews, Moskva. Fast ein Dutzend Staaten auf der Welt können für Homosexualität theoretisch die Todesstrafe verhängen. Darunter der Iran, Saudi-Arabien, der Irak, Somalia und Jemen. Und seit April auch Brunei. Der Plan, Homosexuelle zu steinigen, hatte international für viel Kritik gesorgt. Offenbar mit Erfolg. Corinna Ballweg mit den Einzelheiten. Brunei will die Todesstrafe gegen Homosexuelle nicht vollstrecken, das kündigte Sultan Bolkiah an. Das seit mehr als zwei Jahrzehnten bestehende Moratorium, Todesstrafen nicht umzusetzen, gelte auch für Urteile gegen Homosexuelle. Damit rudert das Sultanat zurück. Anfang April waren in Brunei härtere Gesetze in Kraft getreten. Homosexuellen drohte die Todesstrafe durch Steinigung. Weltweit hatte das große Proteste ausgelöst. Hollywood-Stars wie George Clooney riefen dazu auf, Hotels zu meiden, die dem Sultan gehören, einem der reichsten Monarchen der Welt. Darunter Hotels in Los Angeles oder wie hier in Paris. Bislang wurden gleichgeschlechtliche Beziehungen in Brunei mit bis zu 10 Jahren Haft bestraft. Ende des Monats wird ein neues EU-Parlament gewählt. Wahlberechtigt sind 400 Millionen Europäer. Was geht in ihnen vor? Was bewegt sie? Wollten wir wissen. Antworten gibt es wie immer auf der roten Couch beim Roadtrip Europe. Moritz Korff. Euronews reist im Vorfeld der Europawahl einmal quer über den Kontinent. Nach mehreren Tagen in Bulgarien erfolgt in Bukarest die Übergabe des Staffelholzes. Hey, good to see you. Nice to meet you. How are you? Wir hatten eine intensive und spannende Woche, sagt Euronews-Reporter Apostolos Stajkos. Die Menschen in Bulgarien sind sauer auf ihre Politiker. Sie sagen, dass Korruption und geringe Löhne zwei der größten Probleme im Land sind. Aber vor allem die jungen Menschen sind durchaus guter Dinge, was die Zukunft angeht. Und Brian Carter ergänzt, trotz Optimismus wandern viele Bulgaren aus. Dörfer in den ländlichen Gegenden sind verlassen. Die Menschen ziehen in die Städte. Es ist traurig, dass diese Orte früher voller Leben waren und nun verwaist sind. Aber jetzt seid ihr mit eurer Fahrt durch Rumänien an der Reihe. Hier ist der Schlüssel. Viel Glück und gute Reise. Seit dem EU-Beitritt des Landes im Jahr 2007 hat zwar die Arbeitslosigkeit in Rumänien abgenommen, aber der Wohlstand ist ungleichmäßig verteilt.
Rund ein Drittel der Bevölkerung lebt in Armut. Die Infrastruktur ist stark verbesserungswürdig und die Korruption ein Dauerthema. Ich bin zum ersten Mal in Rumänien und freue mich darauf, das Land kennenzulernen. Von außen betrachtet ist wohl die Korruption das größte Problem. Rumänien wird immer noch als eines der korruptesten Länder Europas bezeichnet. Die ehemaligen Ostblockstaaten haben alle das Problem, dass Schummeln eine der erfolgreichsten Strategien war. Diese Mentalität ist fest in der Gesellschaft verankert und Teil des Problems. Rumäniens Bemühen, die Korruption zu bekämpfen, steht im Mittelpunkt, weil gleichzeitig zur Europawahl eine Volksbefragung stattfindet. Der Präsident versucht zu verhindern, dass ein neues Gesetz durchkommt, das die regierenden Sozialdemokraten vorschlagen. Manche Leute sagen, damit solle das Ermitteln in Bestechungsfällen verhindert werden. Das wird interessant, denn Rumänien ist tief zwischen den städtischen und ländlichen Gebieten gespalten. Schauen wir mal, was die Leute sagen. Und zwar auf dem roten Euronews-Sofa mitten in Bukarest. Wird dieses aufgebaut, ist klar, hier kommt die Bevölkerung zu Wort. Die Europäische Union kann uns so viel helfen, wie sie will. Doch wenn wir uns nicht selbst helfen können, ist alles für die Katz. Die Korruption ist überall, von oben bis unten. Rumänen werden immer Rumänen bleiben, egal wo sie hinziehen. Sie können in Großbritannien, in Frankreich oder außerhalb der EU leben, ganz egal. Wir alle sind im Herzen Rumänen. Es ist nur so, dass wir hier nicht gut über die Runden kommen. Unsere Löhne liegen unter denen in anderen EU-Ländern. Die Arbeitgeber denken, dass in Rumänien alles noch billig ist. Das ist nicht gerecht. Der Kommunismus war wie Krieg. Für uns ist die Europäische Union gut. Ich weiß nicht, wie es in 20 oder 50 Jahren sein wird, aber heute ist die EU für uns die Lösung. Zwischen 1990 und 2017 ist der Wegzug von Rumänen ins Ausland Zahlen der Weltbank zufolge um 287% gestiegen. Insbesondere Rumänen mit guter Bildung suchen demzufolge das Weite. Es brauchte 6 Jahre Bauarbeiten, um einen 2 Jahrzehnte langen Traum umzusetzen. Der Eurotunnel wird 25 Jahre alt. Am 6. Mai 1994 wurde er eingeweiht. Ein Rückblick von Frank Weinert. Der Augenblick, in dem Großbritannien aufhörte, eine Insel zu sein. 6. Mai 1994, der Eurotunnel wurde an jenem Tag feierlich eröffnet. Er ist mit seinen rund 37 Kilometern der längste Unterwassertunnel der Welt. Zur feierlichen Eröffnung vor genau 25 Jahren fuhren die Queen und Frankreichs Präsident François Mitterrand durch den Tunnel. Dabei hatten ihn die Briten anfangs gar nicht gewollt. Eine militärische Invasion, illegale Migration, tollwütige Ratten, all das fürchteten sie auf ihrer Insel. Dann wurde doch gebaggert und gebuddelt. Über 7 Jahre schufteten tausende Arbeiter unter dem Ärmelkanal. Am 1. Dezember 1990 kam es zum Durchstich und beide Seiten waren miteinander verbunden. Das wurde gefeiert mit Champagner. Heute dauert es mit dem Eurostar nur rund 2 Stunden und 15 Minuten von Paris nach London. Croissant zum Frühstück an der Seine, Fish and Chips am Mittag an der Themse, kein Problem. Im vergangenen Jahr sind rund 22 Millionen Passagiere und 1,7 Millionen Lastwagen durch den Eurotunnel gefahren. Rund 430 Millionen Menschen hat der Tunnelbetreiber seit der Eröffnung gezählt. Auch wenn es rund um den Brexit viele Unsicherheiten gibt, der Tunnel zwischen Europa und Großbritannien wird bleiben. Das ist eine Rarität. Filmrollen mit einer der ersten Kopien von Stanley Kubricks Film Shining. Oder das, eine Schreibmaschine, Originalrequisite in dem Film von 1980. 20 Jahre nach Kubricks Tod widmet das Designmuseum London dem Meisterregisseur eine umfassende Schau. Von Kostümen aus Clockwork Orange bis zum Setmodell aus 2001 Odyssee im Weltraum haben die Kuratoren viel Seltenes und nie Gesehenes zusammengetragen. Das ist unser Kram, Vaters Kram. Das war in unserem Haus. Er hat ja nie etwas weggeworfen. Alles wurde sorgfältig katalogisiert und in Kisten in Lagerräume gebracht. Immer wenn wir umgezogen sind, haben wir die Sachen mitgenommen. Er hat wohl nicht mit einer Ausstellung gerechnet, aber es gab einen Grund, warum er alles aufgehoben hat.
Die Ausstellung richtet sich an Kubrick-Fans, aber vor allem auch an die junge Generation, die Kubrick vielleicht noch nicht aus dem Kino kennt. Der Ausstellungsort London ist von besonderer Bedeutung für den 1999 verstorbenen Autorenfilmer. Alle seine Filme wurden in und um London gedreht, das war außergewöhnlich. Er war in der Lage, all diese Welten zu erschaffen, sei es ein Hotel in den Rocky Mountains für The Shining, die Schlachtfelder von Vietnam oder den Weltraum. Stanley Kubrick, The Exhibition, zu sehen bis 15. September im Design Museum London. Das war's bei Euronews am Abend. Schön, dass Sie dabei waren. Mehr Infos finden Sie auf de.euronews.com und in unseren sozialen Netzwerken. Noch einen schönen Abend und bis morgen.